Normalerweise würde ich ja eigentlich ein Resümee des letzten Parts von mir geben, aber hey, es ist mitten in der Nacht und ich sollte eigentlich schlafen, aber ich nehme auf und fuck my life, ich habe einfach Lust dazu, also willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix 2.5 HD Remix. Und ja, das ist wirklich nicht gelogen, denn es ist gerade 4 Uhr morgens, mitten in der Nacht und eigentlich sollte ich schlafen, aber hey, ich habe Urlaub, ich kann aufnehmen. Warum sollte ich es nicht ausnutzen, meine lieben Freunde? Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ja, das kann unser Schiff, aber ja, Twilight Town ist komplett verschwunden. Hinter Neonlichtern oder Polarlichtern, whatever. Aber das ist uns eigentlich relativ egal, denn in der Sternstaubschneise haben wir die nächste Gummi-Jet-Mission, um dann die nächste Welt freizuschalten, was nach einem schönen Schloss aussieht. Deswegen, Sternstaubschneise. Und falls ihr euch nicht eigentlich fragt, sollte ich nicht eigentlich müde sein? Ja doch, so ein bisschen bin ich schon. Limonade. Wir haben hier unsere neuen Entwürfe, die wir bei der letzten Mission freigeschaltet haben. Den Falcon Level 1. Der Entwurf zeigt einen Jet, dessen Hauptaugenmerk auf Waffengummis liegt. Und Highwind Level 1. Der Entwurf zeigt einen Jet mit ausgewogenen Offensiv- und Defensivwerten. Highwind Level 1 ist einfach nur eine geupdatete Version mit weniger Verteidigung, komischerweise, dafür mehr Angriff. Und es ist langsamer. Ja, ich weiß, ich nehme ich einfach mal den Falcon. Ich weiß gar nicht, ob es beeinflusst, welches Schiff ich nehme, welche weiteren Entwürfe ich dazu freischalte. Also wenn ich jetzt Highwind Level 1 nehme, dass ich eher dann Highwind Level 2 als nächsten Entwurf kriege. Und wenn ich Falcon nehme, dass ich dann eher Falcon Level 2 bekomme. Oder ob das völlig egal ist. Ich weiß es gar nicht. Oder ob das nach dem Rang liegt, den ich am Ende habe. Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Highwind noch später ziemlich badass werden kann. Das geht, glaube ich, bis Level 7, 8 oder so. aber egal. Scheiß drauf, ich nehme einfach Falcon. So, hab mich jetzt entschieden. Die Katze müssen wir uns auch nicht jedes Mal antun. Alles klar, Mann. Na gut, Mann. Ich sehe immer wieder dasselbe. Jo, Gummi, Luftkampf, Tips, HP-Leiste. Ach nee, wenn die HP-Leiste des Gummi-Jets auf 0 sinkt, heißt es Game Over. Hätte ich nicht gedacht. Let's party. Die Mucke ist auch cool. Ja, Mann. Ja. Zeitbombe. Ja. Ja. Oh, ein Ganzdecker. Eisgummi. Thank you. Oh, was seid ihr denn? Leute, die nicht sterben wollen. Stirb! Ja, sie sterben. Wie jeder andere auch. Stirb! Oh, was bist du denn? Hallöchen, du bist tot. Er hat mir gar kein besonderes Gummi gegeben. Oh mein Gott. Ja, die haben mir aber was gegeben. Feuergummi. Eis, Feuer, fehlt ja nur noch Blitz. Boah, was wollt ihr? Ihr stinkt alle nach Kanonenpulver. Was, Achtung, hier, was hier, was? Oh yeah, bababam. Oh, was willst du? Ja. Die stinken doch alle nur. Ja, stopp, 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 stopp. Oh, er ist nicht gestorben. Verdammt, ich habe ihn nicht hinbekommen. Egal. Los. Bam. Sehr schön. Na, das gibt Ranks ab. Ja, Mann. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, er stirbt. Ich lebe meine Fantasie aus. Wow, was war das denn? Was willst du, ein kranker Typi? Wow, der macht dir alles kaputt. Wow, was willst du? Oh, mein Daumen tut langsam schon weh. Wow, Alter, wie stark ist mein Gummijet bitte? Wow, der hat ihn ja übelst zerfickt. What the fuck? Alter, ich habe den regulär freigeschaltet, der ist der Überking. Ja, 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 ja. Aber echt, die kommen ja gar nicht damit klar. Ist ja heftig. Hallo? Es ist so ruhig. Oh yeah. Oh, yeah. Es macht mir Spaß, auf den Feuerbutton zu drücken. Ich stelle mir so Sora vor, wenn er die ganze Zeit so am Cockpit sitzt und die ganze Zeit... Ja! Ja! Stirb! Stirb! Macht so wie ich. Oh, das wäre sicherlich sehr random. Na? Oh ja. Hm, was ist das? Ah, da hinten rastet irgendwas aus. Ich auch. Ja. Ich hab Spaß. Oh Gott, Zeitbomb, ich liebe Zeitbomb. Oh yeah, habt ihr diese Explosion gesehen? Rank up. Na, was bist du denn? Ja, ich werde dich töten. Oh, die Arme, hä? Ja, die Arme. Die Arme sind es, was er verlieren will. Ja, und das hier noch. Wow, 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 wow. Und das hier. Und er stirbt, er stirbt, er stirbt. Ja, nein, er stirbt noch nicht. Er stirbt. Ja, er ist tot. Oh, einsammeln die Punkte, 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 Punkte. Und stirbt. Guckt euch meinen Rang an. Ja, Megabombe. Wuhu! Und den hier noch. Oh, jammern!
Alter, hier alles nur explodiert. Alter, guckt euch meinen Rang an. Ich glaube, das war ja der Mega Sergeant of the Master Sergeants. Missionstyp 1 und 2, die ich nie spielen werde. Fertigen Entwurf, Highwind Level 2. Ah, okay, dann beeinflusst es also nicht. Falcon Level 2, na schön. Boah, Medaillen Level 30. Guckt ihn euch an, Mann. Den dicksten Orden. Keine Ahnung, ob es der beste ist, aber... Und verzeiht mein Benehmen, aber in diesen Gummijet-Missionen lebe ich immer meine kranke Seite ein wenig aus. Egal, wir haben hier das Schloss des Biestes. Das Biest. Empfohlen ist Level 13, zum Glück bin ich 14. Das Biest. Wir kennen ihn aus Kingdom Hearts 1. Wir wissen, dass seine Welt auch von der Dunkelheit verschlungen war und dass Belle eine der Prinzessinnen des reinen Herzens ist. Von den sieben, um genau zu sein. Jetzt hat er seine Welt wieder. Treffen wir auf Belle und das Biest? Naja, es ist ihre Welt, also hoffen wir's doch! Hey, was ist das für ein Ort? Astralisch! Und irgendwie düster, findet ihr nicht? Wer hier wohl wohnt? Hey, kommt euch die Stimme auch irgendwie bekannt vor? Klar, das ist das Biest! Ja! Vielleicht sollten wir mal nach ihm sehen. Da! Hinterher! Immer diese kleinen Schwabbels. Aber finde ich gut, er schreit, ne? Alle anderen würden wegrennen, aber Sora... Oh, das ist unser Freund, das Biest. Im Schloss vom Biest. Schick. Hat das Schloss eigentlich einen richtigen Namen? Keine Ahnung. Let's battle. Nennen wir es einfach das Schloss Trodane. An Gedenken an ein cooles, altes PS2-RPG. Was ich ziemlich gesuchtet habe damals. Besiege die Herzlosen. Wer den Insider kennt, Keks für euch. Ja, Drive, warum nicht? Ja, Mann. Mach es schneller, Mann. Du bist fett. Ihr, yeah, was? Oh, ja, Mann. Für dich. Weil ich dich so gerne habe. Und den hier noch. Ja, die ganzen Schläge für mich. Ja. Und den hier. Jeder Schlag gibt mir einen Erfahrungspunkt. Ach ja, und es ist euch sicherlich aufgefallen, dass ich jetzt mehr Drive-Leisten habe, weil ich eben Level-Ups mit davor mache. Ist das nicht schön? Jetzt reicht's aber langsam. Zu Hilfe! Oha. Gerade recht. Donnerwetter, meint ihr, er hat vergessen, wer wir sind? Also bei den vielen Herzlosen hier muss doch was faul sein. Warum macht er sowas? Tja, er schlägt gern kleine, kluge Gockel. Ich sollte mich hier nicht so aufhalten, weil ich will die Form noch nutzen. Ach ja, die gute alte Rose, wir wissen... Also, ich weiß nicht, ob ihr den Film geguckt habt. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Aber...
Die hat ja eine besondere Bedeutung. Was ist los? Ich dachte, ich hätte gerade oben bei der Treppe eine Frau gesehen. Und wenn man den Film kennt, beziehungsweise Teil 1 gespielt hat, kann man sich ja denken, dass es sich dabei nur um Belle handeln könnte. Oh, wenn das Biestchen in diesem Schloss ist, dann muss diese Frau Belle gewesen sein, oder? Mensch, Goofy, du hast den Film aber gut geguckt. Oder Teil 1 gespielt. Ich war dabei. Ach ja. Ja, zumindest sehr wahrscheinlich. Und Belle weiß vielleicht auch, was mit dem Biest los ist. Komm, wir müssen sie finden. Okay. Ich find's so cool, dass in Cutscenes Sora auch noch das Gewand der Drive-4-Mann behält. Wisst ihr, was einfach in Kingdom Hearts fehlt? Was in Teil 3 unbedingt eingebaut werden muss? Kostümänderungen, dass Soras Skin geändert werden kann. Also, dass er halt ein anderes Outfit trägt als normales Gewand. Das fand ich immer cool in den Tales auch spielen. Ja, schnell noch, bevor irgendwas... Ah ja, hier. Bevor die Form ausläuft, will ich sie noch nutzen und dann gucke ich mich richtig rum. Ja, was. Und tschüss, Mann. Ist egal. Dabei wollte ich doch ein Level-Up, aber naja, ich habe ja erst frisch eins gemacht, aber... Ich will noch eins. So, reden wir doch einfach mal ein bisschen über diese Rose. Ah ja, die Schatztruhen haben auch immer so ein individuelles Design, je nach der Welt. Hier ist eine Rose drauf. Die Story um Beast geht ja so, dass einer stürmischen Nacht eine alte Bettlerin am Schloss des Biestes vorbeikam und halt nach Unterschlupf suchte. Und das Biest war ja eigentlich mal ein Prinz. Und sah halt auch wie ein normalstattlicher Mann eben aus. Und war aber ziemlich egoistisch und hochnäsig und scheiße. Und hat dementsprechend der Frau kein Unterschlupfgebiet geboten, sondern sie abgewiesen. Und dann hat die Frau halt gemerkt, dass sein Herz scheiße ist. Sein Herz besteht aus Scheiße. Hat sich vor seinen Augen in eine relativ junge, hübsche Hexe verwandelt, die ihn dann mit einem Fluch auferlegt hat, dass ihn in das Biest verwandelt hat, und hat ihm dann diese Rose gegeben und gesagt, bevor das letzte Blütenblatt fällt und du nicht Liebe mit deinem Herzen erfahren hast oder beziehungsweise dein Herz keine Liebe verspüren kann, wirst du immer und ewig ein Biest bleiben. Und dieser Fluch hat leider auch alle seine Gefolgsleute getroffen. Diese wurden nicht in Biester verwandelt, aber in was sie verwandelt wurden, das werden wir noch sehen. Der Kamin ist kunstvoll ausgearbeitet, muss ein Vermögen gekostet haben. Na, Kamine sind schon nicht so günstig, das stimmt. Mogri, was hast du für uns? Du hast einen Ability-Ring, erhöht den Maximum-AP ein wenig. Ein Sardonyx-Ring, erhöht die Angriffskraft und die Maximum-AP ein wenig. Und Silberringe, erhöht die Magiekraft und die Maximum-AP ein wenig. Immer dieses ein wenig. Naja, wir finden eh noch genügend Ausrüstungsmaterialien, dass ich die nicht kaufen muss. Manche muss ich kaufen, weil man mit Hilfe der Materialien die aufstufen muss, weil ich will ja das ganze Schmiedetagebuch auch vollständig haben und da muss ich manche Sachen kaufen und die dann aufrüsten, aber das dauert noch lange, bis es dazu kommt. Warum überhaupt so eine große Tür? Warum? Gehen wir mal draußen auf den Hof hin. Düdüdü. Hallo, wie geht es euch denn? Der Vorhof. Was? Oh. Gar nicht gemerkt. Und den hier auch für dich. Ach Mensch, Donald, du verschwendest deine ganze Magie. Na, aber wenn man es so bedenkt, ist es auch das Einzige, was du kannst, nicht wahr? Oh, was haben wir hier? Einen Finstersplitter. Oh mein Gott. Fledermäuse, ey. Ich glaube, die heißen Flederhaken. Beste Name, nicht wahr? Und sag tschüss. Und den hier für dich. Ein High Potion. Oh, Gargoyle-Statuen. Creepy. Naja, hübsch sind sie auf jeden Fall nicht. Und den hier. Mithril. Kommen hier noch Gegner? Ja, war ja irgendwie klar. Das ist so ein Schauplatz dafür. Und den hier noch. Oh mein Gott, du bist tot. Und den hier. Gut, wo kommst du denn jetzt her? Goofy steht da nur rum und denkt sich, was für ein schönes Schauspiel. Ich guck ihm mal zu, während sie sterben. Noch eine Schatztruhe. Chicken natürlich wird sie bewacht. Oh, Abilitamin. Donald, greift nicht an, wenn sie im Boden sind. Das macht keinen Schaden. Du bist dumm. Na, ich habe dasselbe gemacht, aber ich verschwende dadurch keine MP, sondern nur einen müden Knopftastendruck auf die X-Taste. Ich glaube nicht, dass es sich öffnen lässt. Die andere große Tür zum Schloss hast du auch mit Leichtigkeit geöffnet. Warum die nicht, Sora? Warum die nicht? Sag's mir, Mann. Na gut. Wir haben eh alles, was wir wollen. Zumindest in dem Bereich, hoffe ich.
Sollten die Geschichte von Mulan langsam vorlesen, ne? Sollten wir das? Ist hier noch was? Nö. Na dann gehen wir doch mal hier lang. Der Ballsaal. Wow, das ist ein Kronleuchter. Deckenmalerei. Wofür hat er überhaupt einen Ballsaal, wenn er eh so ein egoistischer Prinz ist, dass er eh niemanden in seiner Nähe haben will? Ach, egal. Warte, ich will... Ah ja, genau, das wollte ich. Und der ist für dich, der ist für dich. Und Fetzack. Ey, stirb mal. Ey. Wow, Alter, ich dachte schon, das war's jetzt für mich. Und den hier, und den hier. Und den hier. Oh, mein dicker Bauch. Oh, ja, Mann. Was war das denn? Warte mal. Und abgewehrt. Und da, dann, dann. Bam. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, oh, mein Gott, das werde ich nicht überleben. Nee, das könnt ihr mir nicht antun, das werde ich nicht überleben. Niemals, nein. Aber die Drive-Kugeln hätte ich schon gerne. Nee, das werde ich nicht schaffen. Kann ich auf dem Balkon oder was auch immer hier ist? Wow, so ein riesen Ballsaal, aber so ein Furzbalkon. Die Tür ist abgeschlossen. Na denn? Wie soll das schon stehen? Machen die auch nochmal was? Erstmal Arschkratzen. Ich gehe mal hier ganz langsam dran vorbei. Haben wir Drive Boost aktiviert? Oder ist es immer, wenn die MP aufgebraucht ist? Habe ich gar nicht drauf geachtet, weil wenn man jetzt unten rechts hinguckt, ja, diese ganze Energie, die quasi in unsere Drive-Leiste reinfließt, während sich die MP aufladen, das ist halt so, dass wenn die MP komplett aufgebraucht sind, lädt sich, während die MP sich aufladen, die Drive-Leiste auch auf. Und ja, das ist ganz praktisch. Dafür gibt es auch noch einen Boost, dass sie sich noch mehr auflädt, soweit ich weiß, ja. Drive Boost. Aber naja. Oh, was mache ich jetzt bloß? Ha! Ah, Jutan! Donald! Hey, wer hat die Tür geöffnet? Oh, bin ich froh, dass ihr hier seid. Donald! Sora! Luffy! Hi! Runter! Lass mich runter! Oh. Armes Donald. Wo ist das Biest? Oh, er wird im Westflügel sein. Wir reden seit einiger Zeit nicht mehr miteinander. Eheprobleme. Ist was vorgefallen? Ja. Voll die riesen Textbox nur für ja. Ist das etwa nicht der Grund, warum ihr hier seid? Naja, kein Plan. Nicht ganz, aber wir helfen trotzdem gern. Wenn wir schon mal da sind. Das Biest will also nicht mit dir sprechen, hä? Er verhält sich sehr komisch in letzter Zeit. Die einzigen, die wissen könnten, warum, sind im Verlies eingesperrt. Ich will ihnen ja helfen, aber... Es ist feucht da unten. Einen Moment bitte. Wer hat wen eingesperrt? Das Biest hat seine Bediensteten eingesperrt. Aber warum? Das ist es ja, ich weiß es nicht. Warum fragst du so doof, ey? Wo ist dieses Verlies? Im Verlies, würde ich sagen. Ihr erreicht das Kellergewölbe von der Westhalle aus. Das Verlies ist dort unten. Vor allem ein Verlies, hallo? Hat er irgendwelche Folteraktionen gemacht? Westhalle, alles klar. Seid vorsichtig. Ja, geil, Mann. Hätte er nicht so einen scheiß Generic Face dort gehabt, dann hätte man das glatt als Thumbnail benutzen können. Welsgemach. Mega-Formel. Das nenne ich mega. Das nenne ich auch mega. Ja, Bell, dein Arsch ist im Weg. Karte vom Schloss. Was haben wir hier? Die Balkontür ist abgeschlossen. Komisch, ich sehe gar kein Schloss. Ach ja, ihr Zimmer ist relativ cool. Ich verstehe gar nicht, warum man so, keine Ahnung, so Laken um das Bett herum hat. Soll das irgendwie vor Ungeziefer schützen oder so? Sieht voll aus wie so ein Moskitonetz. Das hatten immer die Adligen damals, aber warum? Ich verstehe es nicht. War das nochmal ein extra Sonnenschutz oder so? Weil die Adligen durften ja keine dunkle Haut bekommen von der Sonne. Die mussten ja ganz bleich sein, weil das ein Zeichen von Adligkeit damals war. Keine Ahnung. Ihr solltet von der Westhalle aus zum Kellergewölbe gelangen. Ich hab's extra nochmal in Rot gesagt, damit es deutlich ist. Wahrscheinlich sind alle dort im Verlies eingesperrt.
Ich kann Farben riechen und schmecken. Naja, egal. Ich beende jetzt hier mal den Part. Im nächsten Part gehen wir dann in die Westhalle und werden mal gucken, ob wir ein paar der Bediensteten wirklich befreien können. Und welche Bediensteten dort überhaupt eingesperrt sind und warum und was ist mit dem Biest los? Hat er ein bisschen zu viel Speed und LSD gleichzeitig genommen und dann eine Party gefeiert? Wer weiß das schon? Bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Tschüsselchen.